Das war vorhersehbar. Dass das Ding uns jetzt gleich hier um die Ohren fliegt. Wie komme ich jetzt hier nach oben? Nee, nein, nein, da wollte ich nicht hin. Ich habe da oben was gesehen. Batman. Oh, danke schön. Puh. Oder auch nicht. Hä? Da oben wäre was. Aber... Moment, ich muss mal kurz nach unten. Ach, warum schwer, wenn es auch einfach geht? Elektrohandschuhe benutzen. Aufwärts. Wenn der Aufzug anhält, sollten wir ohne Probleme uns da oben einhaken können. Ich will aber wissen, was da oben ist. Ah. Da ist noch ein Datenpaket für uns. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nein. Verdammt, ich habe zu früh gedrückt. Lass ich nochmal los hier. Und hier raus. Aus dem Weg! Ach, schade. Ich habe gedacht, einer guckt nochmal runter. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Habe ich nicht gesehen, dass er ein Messer hatte. Ah, schade. Hat wieder nicht ganz gereicht, um mit einer Kombokette die Gegner auszuschalten. Sag mal, hörst du auf? Mich? Hört ihr auf? Mal, wieso sind die eigentlich noch nicht runtergefallen? Kann ich mit dir reden? Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Okay, okay, bitte. Sie haben meine Freunde. Sie halten sie als Geiseln in der Overview Bar. Wo ist das? Die hängende Bar zwischen den Türmen. Sollten wir da zuerst hin, oder wie sehe ich die Sache? Ein Gegner, bewaffnet. Wo steht er? Ganz da vorne. Also schauen wir mal. Das sind zwei gerettete Hotelangestellte für dich und... Oh je, ich liege immer noch weit vorne bei den getöteten Angestellten. Ich weiß, diese ganzen Geschenke hier sind verlockend. Aber denk dran, bevor du zugreifst. Sie sind nicht für dich! Kopf hoch, fühl dich nicht ausgeschlossen. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich direkt um die Ecke. Garniert mit etwa 400 Pfund Schlägern. Ich freue mich. Ist das eine Zeitbombe? Ist das eine Zeitbombe? Zumindest sah es gerade aus wie eine Zeitbombe. Also es würde mich nicht wundern, wenn hinter uns jetzt gleich alles in die Luft geht. Oh, Mist. Oh, oh, Batman, beeil dich. Gleich wird jemand erschossen. Halt deine Klappe.
sieht aus, als wärst du derjenige, der erschossen wird. Die Dummen werden nicht weniger. Nee, bringt mir nichts. Ich komme da nicht hin. Wie kriege ich das Ding jetzt aus? Gucken. Nein. Gucken, ob der ferngesteuerte Batarang was bringt. Nicht wirklich. Was? Wieso sieht mich das Ding? Wie kriege ich dich jetzt platt? Automatisches Verteidigungssystem mit Bewegungssensor. Nein. Na klar. Also, nee, dreh da. Ich hab gedacht, ich kann oben irgendwo hin. Aber ich kann dem Zeug nicht ausweichen. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das Ding ja loswerde. Am besten ohne, bevor ich komplett drauf gehe. Vielleicht bringt der Unterbrecher mir hier was. Kann zusammen mit den Schockern schon genutzt werden, um elektrische Geräte zu aktivieren. Ja, aber es bringt mir nichts, wenn ich da nicht hinkomme. Badclaw. Wenn das was bringt, ich guck mal. War, oder? Ah, okay, hat mich getötet. Leider. Komm schon, das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn das Ding hier ausschalten, Mann? Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Spielkameraden. Oh, und dabei hatten wir doch gerade so viel Spaß. Der Spaß ist noch nicht vorbei, Joker. Freu dich bloß nicht zu früh. Automatikgeschütze können mit dem Unterbrecher außer Gefecht gesetzt werden, stand da gerade. Ey, ich hab auf das Ding gezielt. Also erstmal hier reinlaufen. Schade, ich hab gedacht, er sagt jetzt wieder seinen Satz. Äußerst bedauernswert. Für dich meine ich, für mich. Okay, ich habe nicht lang genug gedrückt. Habe ich einen Fehler gemacht? Ruhig. Ihr haltet jetzt mal hier die Klappe. Ich bin beschäftigt. Ah, komm her hier. Die 12 ordentlich. Oh! Jetzt wird's britzelig! Westturm Lüftungsschacht. Ist da noch irgendwas? Nein, hier gibt's nichts mehr. Ist auch nichts Interessantes für uns dabei. Ich muss diesen Lüftungsschacht hinaufkommen. 6-2 Brent,
Hat Black Mason schon geantwortet? Negativ. Kein Ton von ihm, weil er ins Gebäude gegangen ist. Kaltaion, das Ding, der kann uns ignorieren. Was ist mit Gordon? Wir haben ihn zu einem Einbruch aus beim alten Einsatzmarkt geschickt. Aber angeblich hat Vicky Bell die Sache schlimm geschickt. Verdammt. Ich bin gleich da. Also die Polizei wird auch langsam unruhig. Sollte uns jetzt aber erstmal nicht weiter stören. Da wir nämlich immer noch zum Joker müssen. Wir sind schon mal wesentlich weiter als die Polizei. Nur sollten wir es zu Joker schaffen, wartet Bane auf uns. Wie wär's, wenn du hier runterkommst und ich dafür eine Weile deinen Posten übernehme? Als würde die Fledermaus. Ja. Am Arbeitsplatz bitte nicht telefonieren. Das kann böse enden. Hättest du dich besser konzentriert, wäre dir vielleicht nicht mal was passiert. Ein Datenpaket. Kann er jetzt da hochklettern, ohne dass er zersäbelt wird? Ja. Jetzt muss ich noch wieder zurück. Ja. So meinte ich das jetzt nicht. Aber das Datenpaket ist ja gespeichert worden. Hoffe ich zumindest. Dass er das abgespeichert hat. Ich wollte mich eigentlich da nur dranhängen. Ist nicht damit gerechnet, dass Batman gleich einen Abgang macht. 25. Stock. Unglaublich. Mit diesem Penthouse haben sie sich selbst überkommen. Das Hallöle! Also ihr seid echt hartnäckig. Das muss man euch lassen. Oh, das war's? Okay. Zustand verstorben. Angucken kann ich ihn nicht. Und erkennen auch nicht, weil er einen Bambi-Kopf aufgesetzt bekommen hat. Was ist das? Gefällt mir, was ich mit dem Laden gemacht habe? Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Ja, alles klar. Kranker, irrer Joker. Oh, Gott sei Dank. Schon gedacht, du gehst mir gleich drauf, Batman. Bringen wir die Gäste hier durch. Bald hoffe ich. Wir sitzen in der Scheiße. Geronimo! Nein! Aus! Nein! Verdammt nochmal! Nein! Konter! Oh, jetzt hat der Große auch noch einen Baseballschläger. Was soll denn das? Also, Leute! Einer nach dem anderen, bitte! Das gibt's doch nicht! Konzentration! Schade, ich hab gedacht, ich erwische ihn. Nein. Also viel Leben hast du nicht mehr, Batman. Wir sollten gucken, dass wir das hinkriegen.
her habe, fragst du? Na ja, ich habe einen tollen Deal für einen Schnitzel-Falschleistwahl gemacht. Du hättest das Gesicht des Maklers sehen sollen, als wir ihn mit Anschlag besiegelt haben. Aha, ha, ha, ha. Oh. Was? Bremsschalter. Das war noch nicht alles. Ach so. Ich hätte da oben noch irgendwas machen müssen. Ich hasse das. Bei jeder Mission, bei der ich unter Zeitdruck stehe, gehe ich meistens immer einmal drauf. Oh, und dabei hatten wir doch gerade so viel Spaß. Weil wenn ich unter Zeitdruck stehe, dann... Ich will das unbedingt natürlich auf Anhieb schaffen, aber bin dann so unruhig. Ich kann mich dann in dem Moment überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und versuche da einfach nur schnell durchzukommen. Was jetzt? Zerstörbare Oberfläche. Okay. So. Ja, da. Und hacken. Komm schon, Batman. Elektrisch passt nicht. Maskenball. Klopf, klopf, das passt. Bedankt euch nicht bei mir, ich habe das nicht für euch getan. Ich habe das gemacht, damit ich hier weiterkomme. Wo steckst du, Joker? Netter Versuch! Es gibt keinen Ausweg! Du musst wohl da warten, wo du bist, bis ich die Hotelgäste durchschicke. Das ist nur die Frage, wo muss ich damit hin? Lenke. Ja, ich muss den Sicherheitskasten aktivieren, aber... Wo ist denn das Ding? Du gibst wohl dein Bestes, hm? Dein Optimismus ist überraschend, wenn man bedenkt, wie miese Patrick du immer reinblickst. Moment, irgendwo hier unten, oder nicht? Nee. Wo führt denn das Kabel hin? Da drüben. Langweilig. Wenn du es nicht bald rauskriegst, geh schlafen und warte auf den Weihnachtsmann. Oh Gott, oh Gott. Nee, Moment. Ich will diese Steuerung. Flugsteuerung umkehren. Nein. Obwohl, warte. Batarang-Flugsteuerung umkehren. Nein. Hat das jetzt gespeichert? Ja. So, mal gucken, ob das jetzt besser funktioniert. Wieso? Jetzt habe ich die umgekehrte Steuerung so drin, ne? Ja, jetzt habe ich...
Jetzt habe ich diese Steuerung so im Kopf drin. Ah, jetzt aber, oder? Na, geht doch. Du bist vielleicht einfallsreich, aber bleib fair. Nicht, dass ich dir deinen kleinen Gürtel wegnehmen muss. Jetzt hatte ich so die umgekehrte Steuerung drin, dass ich auch noch so gesteuert habe. Nein, du... Blödsinn, wieso drehe ich jetzt eigentlich immer Dreieck? Oh nein, nicht nochmal, bitte. Dieses Spiel nenne ich Joker sagt. Und jetzt sagt Joker, dass ich dieser arme Mann gleich wegen dir heiser schreien wird. Ach, ich muss das jetzt in der richtigen... Ich versuche ihn herauszuziehen, stirbt er an dem Stromstoß. Ich muss bei dem Spiel mitmachen. Juhu! Das hier gefällt mir am besten. Erinnert mich an meine Kindheit. Der Geschmack von Popcorn, das Rattern der Bargeschäfte, der Gestank von toten Pennern unter der Promenade. Ach, die gute alte Zeit. Er hat's geschafft. Ja, freu dich, hä? Da wird Batman zu deinem ganz persönlichen Helden. Heute Nacht nicht einmal gelächelt. Du weißt doch, ein Lächeln am Abend ist besonders erlabt. Musik.